1997 wurden Spieler auf dem PC zu einem echten Jedi-Ritter. Mit Maus und Tastatur bewaffnet steuerten sie Kyle Katarn, der bereits 2 Jahre zuvor in Dark Forces als heimlicher Helfer der Rebellen Einsätze übernommen hatte. Kyle Katarn nämlich war es, der mit roher Waffengewalt die Dark Trooper-Operation verhinderte und die Baupläne des Todessterns erbeutete. Das war fast zu einfach. Jetzt nicht wie zurück zum Schiff. Star Wars-Fans wissen, die gleichen Pläne hatte Prinzessin Leia am Anfang von Star Wars Episode 4 in ihrem Besitz. Zu Beginn von Dark Forces 2 Jedi Knight war der Todesstern bereits 2-mal zerstört und Darth Vader von der guten zur dunklen Seite und wieder zurückgewechselt. LucasArts brachte mit Jedi Knight eine Fortsetzung der klassischen Star Wars Trilogie auf den PC mit einem Helden, der, wie einst vor ihm Luke Skywalker, den Weg zur Macht finden sollte. Leaving so soon? Die Handlung von Jedi Knight wurde zwischen den Missionen in Videos mit echten Darstellern erzählt. Bereits 1997 wirkten die Videosequenzen streckenweise etwas hölzern. What would you do without me, Kyle? I'd be a content old man. Dennoch erzeugten sie eine wahnsinnig dichte Atmosphäre auf den Röhrenmonitoren. Immer wieder hatte man das Gefühl, den nächsten Star Wars Film zu schauen. Zu den Höhepunkten zählten beispielsweise der Rückblick samt Hologramm von Katarn und seinem Vater. This message is intended for my son, Kyle Katarn. Oder die Szene, in der Kyle zum ersten Mal sein Lichtschwert summen ließ. Use it well. Use it for good. Spielerisch unterschied sich Jedi Knight gewaltig von den linearen Ego-Shootern der heutigen Zeit. In extrem weitläufigen Arealen suchten Spieler mindestens genauso häufig nach dem richtigen Weg und dem Weiterkommen, wie sie Sturmtruppen und Aliens mit dem Blaster ein Ende bereiteten. Das Einblenden der automatisch gezeichneten Karte war essentiell, aber selbst dieses Hilfsmittel brachte streckenweise in den verwinkelten Korridoren nur wenig. Die weitläufigen Level wurden regelmäßig von kurzen Bosskämpfen unterbrochen. In den Duellen gegen 6 dunkle Jedi-Ritter und den Oberschurken Jarek musste der Spieler sein Lichtschwert gut getimt schwingen und auch die Macht strategisch einsetzen. Besonders die späteren Kämpfe gegen Saris und Bock erforderten bereits auf dem normalen Schwierigkeitsgrad regelmäßiges Heilen und Absorbieren über die Macht, was dem Spieler echte Fingerakrobatik an der Tastatur abverlangte. Auch in den großen Arealen mussten Spieler die Macht häufig einsetzen. Um an geheime Orte oder den nächsten wichtigen Schalter zu gelangen, nutzten Spieler zum Beispiel regelmäßig den Machtsprung. Das Leveldesign lud insgesamt zum Experimentieren und Erkunden ein. Ein großer Coup war auch die Möglichkeit, während des Spiels zur dunklen Seite der Macht überzulaufen und ein alternatives böses Ende der Geschichte zu forcieren. Spieler, die fleißig Passanten und Droiden erschossen, durften den Helden dann mit grausamen Fähigkeiten aufleveln. Anders als der direkte Vorgänger bot Jedi Knight auch 2 interessante Modi für Mehrspieler. Bis zu 32 Spieler lieferten sich Duelle im Deathmatch oder bei Capture the Flag. Vor der Partie durften sie sogar die eigene Lichtschwertfarbe und ein individuelles Charaktermodell wählen. Serienheld Kyle Katarn brachte es im erweiterten Star Wars-Universum zu großem Ruhm. Um die Figur herum entstanden nicht nur weitere Computerspiele, sondern auch Comics und Kurzgeschichten. Selbst Actionfiguren waren keine Seltenheit. Das Beispiel Jedi Knight zeigte hier nicht nur die Macht im Spiel, sondern auch die Macht von Spielen auf unsere Gesellschaft und ihre Medien. Ab einem P90 und 16 MB Speicher traten Spieler in Jedi Knight in geringer Auflösung ihre Lehre zum Jedi-Ritter an. Wahre Jedis setzten seinerzeit aber schon zusätzlich auf eine 3D-Beschleunigerkarte, die nicht nur höhere Auflösungen ermöglichte, sondern auch die Texturen filterte und Umgebungen mit schöneren Verläufen bei Licht und Schatten versorgte. Die verwendete Grafikengine trug den passenden Namen Sith Engine und war eine Weiterentwicklung der Jedi Engine, die in Dark Forces genutzt wurde. Der Soundtrack wurde erstmals 1:1 aus den Filmen übernommen und bot damit CD-Qualität statt MIDI-Klängen.
Neben einem inoffiziellen Patch wurden zahlreiche optische Modifikationen für Jedi Knight von der Community entworfen. Jedi Knight Enhanced und Retexture tauscht beispielsweise die Texturen und Polygonmodelle mit denen der Nachfolger aus. Schönere Lichtschwerter und noch sattere Sounds stehen ebenfalls zur Verfügung. 1998 veröffentlichte LucasArts mit Mysteries of the Sith ein Add-on zu Jedi Knight, das noch mehr spielerische Freiheiten bot und Mara Jade als zweiten spielbaren Charakter etablierte. Die Erweiterung setzte anders als das Hauptspiel auf Sequenzen, die direkt in der Spielgrafik erzählt wurden. Jedi Knight 2, Jedi Outcast, erschien 2002 nicht mehr nur für den PC, sondern auch für Konsolen. Die Entwicklung übernahm Raven Software. Der Titel basierte auf der Quake 3 Engine und verknüpfte die Protagonisten noch stärker mit bekannten Figuren aus dem Universum wie Lando Calrissian oder Luke Skywalker. Das finale Kapitel Jedi Academy kam ebenfalls von Raven Software. Hier trat Kyle Katarn als Jedi-Lehrmeister auf, der den Protagonisten Jaden Kor ausbildete. Jedi Knight heutzutage mit 3D-Beschleunigung zu spielen, ist seit Windows 8 deutlich komplizierter geworden. Im hochaufgelösten Pixel-Look ist es aber problemlos spielbar. Eine gehörige Portion Geduld beim akribischen Erforschen und Auswendiglernen der Level sollten Spieler jedoch mitbringen. Die Einflüsse des Titels auf die Spielkultur waren vielfältig, das spüren Spieler heute wie damals. Nach Jedi Knight boten nicht nur die direkten Nachfolger, sondern auch Knights of the Old Republic oder The Force Unleashed die Möglichkeit, alternativ die dunkle Seite der Macht zu erforschen. Jedi Knight ist auch der beste Beweis dafür, dass eine intelligente Verschmelzung kreativer neuer Geschichten abseits der offiziellen Filme funktionieren kann und weitreichenden Einfluss hat. Auch wenn die hier gesponnene Geschichte um den Jedi-Ritter Kyle Katarn wenig mit der offiziellen Episode 7 zu tun haben wird, so wird sein PC-Abenteuer trotzdem nicht an Bedeutung verlieren. Die Macht war und ist stark in diesem PC-Spiel und sie wird es auch immer bleiben.